Wir müssen doch davon ausgehen, dass unsere Mannschaft sich entwickeln muss, nach vorne entwickeln muss. Und das heißt, wir müssen, wenn wir jetzt neue Spieler holen, dann ist es mir persönlich lieber, dass ich einen Spieler hole, der absolut besser ist als das, was da ist. Da muss ich von vornherein wissen, der kommt, der spielt. So, ich kann jetzt nicht sagen, der kommt und dann gucken wir mal, ob er spielt. Und die Möglichkeit hat er vielleicht, aber er bringt uns nicht weiter. In dem jetzigen Stadion, um aus dem Dilemma des siebten, achten Platzes rauszukommen, muss ich ja jetzt den nächsten Schritt nach vorne wagen. Das wird sicherlich nicht billig werden, aber ich muss dann im Verein der Überzeugung sein, dass ich jetzt etwas Neues angehen muss. Die Klasse zu erhalten, wird auf Dauer in Köln sicherlich nicht reichen, sondern irgendwann wollen wir auch so, wie das jetzt ausgesehen hat, mit einem Sieg so am internationalen Wettbewerb mal kratzen, um sich dann auch finanziell weiterzuentwickeln.